das Jahr hat schon längst angefangen und das Wichtigste weiss ich noch nicht. Was gibt es Neues in deinem Körper, Gülcan? Ach, Scheiße, gerade heute habe ich etwas gedacht. Irgendein Haar, irgendetwas, was sich verändert hat. Es kann ja nicht sein, dass jetzt einfach wirklich das neue Jahr gestartet hat und es ist alles beim Alten. Ja, sie hat jetzt noch eine bessere Haut, hat sie mir vorher gerade... Ah ja? Ja, wir haben vorher ein Selfie gemacht, hat sie sich angeschaut und gesagt, hey, ich sehe hure gut aus und ich habe super Haut. Hast du das gesagt? Ja, ich habe mich heute Morgen angelegt, nachdem ich gedacht, so, ah ja, stimmt, das ist ja jetzt irgendwie auch anders an meinem Körper, aber ich habe es schon wieder vergessen, es ist, glaube ich, nicht so wichtig gewesen. Vielleicht kommt es mir im Laufe der Sendung in den Sinn, aber jetzt gerade weiss ich es nicht. Aber ich habe noch eine andere Geschichte. Wie geht es deiner Verdauung? Du hast letztens gesagt, du hättest einen sauren Magen. Ich war viertel vor Gastritis, weil ich so viel Ingwer-Schatz getrunken habe im Dezember. Es geht mir wieder gut, tipptopp. Ich habe das Pantoprazol eingenommen und Riopan Forte und viel Haferschleim gegessen. Darum wirklich? 10 von 10 Jahren. Ich habe wirklich sehr viel Haferbrei gegessen. Hilft das? Ja, ich habe das Gefühl... Frage die Apothekerin. Ich habe das Gefühl, weil es ist ja eine schlimmige Substanz und es tut wirklich den Magen auskleiden. Und dann habe ich gegoogelt und recherchiert und es ist gestanden, ich darf nicht scharf essen und ich esse ja alles scharf, sogar wie das Büchermüsli. Und jetzt habe ich dann so am Onur geschrieben, ich so, hey, ich muss jetzt aufhören scharf essen und nachher wirklich 3 Minuten später habe ich mir gekocht und dann habe ich natürlich alles wieder mit Sriracha gemacht, weil ich dachte, ich es ist Sriracha? So scharf. Ich weiß nicht, was Sriracha ist. Du kannst das letzte Mal nicht wissen, wie man den König nicht im Dreikönigskuchen findet und jetzt fragt, was Sriracha ist. Sriracha. Aber ich muss es auch wissen. Ist Sriracha. Sriracha. Ich gut essen, weißt du, aber keine Ahnung. Ist quasi Tränen von den Göttern. Es macht alles besser. Wow. Es ist scharf, es ist ein bisschen sauer, Knoblauch. Stell mir so ein bisschen das Matschi vor. Nein. Also die Knoblauch und Zwiebeln? Alles. Ja. Hasse. Also, Entschuldigung, wenn ich etwas anfange zu kochen, egal was es ist, dann wird Zwiebeln und Knoblauch werden einfach geschnitten und einfach mal angebrötelt. Und dann tut man so in einem zweiten Schritt schauen, was würde ich überhaupt machen. Das ist vielleicht so ein bisschen der Balkan in uns. Ja, oder einfach auch der gute Geschmack. Also einfach kochen. Wirklich lang, immer weg. Erstens, weil ich nicht brühlen, bevor ich koche. Und zweitens, weil ich es einfach immer übertrieben finde. Also hast du schon mal bei mir gegessen? Mhm. Und nachher hast du gefunden... Nein, wenig. Also ich habe noch nie für dich gekocht. Nein, meistens, wir gehen immer irgendwie auswärts essen. Also in Berlin sind wir dann immer in die Pizzeria oder irgendwie gehen die Burger holen oder... Ich glaube nicht, dass ich je etwas gegessen habe, was du gekocht hast. Ja, weil ich, du machst alles mit, das ist die Grundsubstanz. Einmal basic. Ein Büchermüsli und dort hat es keine Zwiebeln und keine Knoblauch drin gehabt. Ja, das denkst du. Das denkst du, und also ist es gut. Ich bin sogar so, wenn sie fragen, ja, möchten sie es mittelmild oder scharf, sage ich so übermild. Aber wenn du zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, ein Sugo kochst, eine Bolognese so genannt, vor, aber ja. Oder einfach irgendeine Soße, was ist denn, wie machst du, ja, wie wenn du Geschmack kennen? Aromat. Also, das ist sehr schweizerisch. Aber das ist jetzt wirklich, ich glaube, 98% von der Schweizer Bevölkerung will mit Aromat antworten. Nein, wenn ich mit anderen Leuten koche, dann frage ich sie, ob sie Zwiebeln schneiden können. Ich finde wirklich Zwiebeln schneiden etwas von den schwierigsten Sachen, die man machen in der Küche. Was? Ich würde eher den Boden 3-mal aufnehmen, bevor ich Zwiebeln schneide. Aber was ist schwierig daran? Weißt du, es nervt mich, dass nachher meine Finger nach Zwiebeln schmücken. Da gibt es auch einen Trick. Ich will Entschuldigung, dann würde ich ja bei Adam und Eva anfangen. Weißt du, dann musst du nachher zum Brünneli, zum Lavabo. Weißt du, und über Ding. Ja, das mache ich, aber es nützt nicht so viel. Was musst du machen? Über das Knochenstall fahren. Okay. Ja. Oder einfach mit ein bisschen Seife. Nein, es geht eben nicht weg. Kein Problem. Und nachher und ich brühle umeinander. Also wenn jemand anders das macht, komme ich mit Zwiebeln klar, aber Knoblauch knallt mich weg. Schau, auch wenn du brühlst, da gibt es auch einen Trick, meine Güte. Wirklich. Ja, ja, mein Mitbewohner hat auch meine Taucherbrille an. Wenn ich nein, du kannst, einfach, du kannst einfach einen nassen Lumpen neben das Brettchen tun, wo du schneidest, weil die ätherischen Öle, die gehen zum Wasser an. Leute, ich habe einmal einen Schluck Wasser im Mund, finde, aber das bringt nichts. Das habe ich auch schon gemacht, das überhaupt nicht gebracht. Das aber es würde ja, weil es findet ja dann das Mund, du müsstest ja dann das Mund offen haben. Ja. Aber meine Kochlehrerin Anno dazumal, wie hat sie geheißen? Frau Pop, ja. Frau Pop hat gesagt, einfach einen Schluck Wasser ins Mund. Das ist für nichts. Okay, aber gut, wir probieren es jetzt mit genau, nassen Lumpen. Und ich weiss nicht, ob wir noch schnell wissen, was du jetzt mit deiner Haut gemacht hast, dass sie so viel besser ist? Sehr viel bumst. Schlagfertig und schonungslos. Das ist Zivadiliri. Okay. Zivadiliring. Der SRF-Talk mit der Maja Zivadinovic, der Gülcan Adili und der Yvonne Eisenring. Zivadiliri. Oh, oh, oh.
Das war die neueste Folge Zivadilering. Bei mir sind Maja Zivadinovic und Gülşah Adili und ich bin Ivan Eisenring. Und wir reden heute über Smartphones und Privatsphäre und über Schein und Sein auf Social Media. Und wir fangen aber an mit der neuen Rubrik, also eine Frage, die per Instagram reingekommen ist. Die Jelena schreibt: «Hey Ivan, super toller Podcast.» Also das habe ich erfunden. Nein, das ist wirklich schön. «Super toller Podcast. Ich hätte noch eine Frage für die Runde. Wieso ist in der Schweiz über Lohn reden ein Tabuthema? Was soll passieren, damit man offen über den Lohn redet?» So eine gute Frage. Redet ihr über den Lohn? Ja. Ich bin es jetzt nicht den Leuten auf den Kopf, aber wenn ich wirklich explizit gefragt werde, also zum Beispiel jetzt wir, Yvonne, die so ein bisschen im ähnlichen Bereich tätig sind, wir reden sehr offen über Zahlen. Ja. Also mal. Und ich habe eine These, wieso dass man das nicht so gern macht in der Schweiz. Also. Das eine ist, dass die Leute nicht hausieren mit was sie verdienen und wie viel das sie verdienen. Nicht, dass irgendwie kann einschüren. Genau. Und das andere ist aber auch, dass man Angst hat, dass nachher jemand einem wegnimmt etwas, weil man dann sagt, ich verdiene im Fall für diesen Job 8'500 Franken und die andere Person sagt, ah, ich verdiene aber nur 5'000 Franken für den gleichen Job. Und nachher ist ja die andere Person quasi ready, zum nochmal nachverhandeln. Und dann hat man das Gefühl, okay, wenn die Person es nachverhandelt, heisst das, dass ich nächstes Mal keine Lohnerhöhung bekomme, weil die 3'000 Franken, die sie jetzt mehr bekommt, bekomme ich nächstes Jahr quasi nicht. Also man hat Angst, jemand nimmt einem etwas weg. Das ist, glaube ich, auch so etwas, Angst, die auch ein bisschen mitschwingt. Aber ich finde es gerade unter Frauen ultimativ relevant, dass man wirklich offen darüber redet und kommuniziert und ganz genau weiss, wie viel Geld das man kann verhandeln und aushandeln kann. Und es nimmt einem niemand etwas weg. Also ich finde aber auch, ich Männer unter Männern auch sehr ja. wichtig. Und auch Männer auch, Entschuldigung, unter Frauen finde ich. Nein, vor allem unter Männern und Frauen, weil oft ist es ja immer noch so, absolut. Dass Frauen hey, absolut, die haben recht, ja, voll. Ich habe mir mal vorgenommen, dass man mich fragt, also dass ich immer Auskunft gebe. Weil ich bin so oft, früher habe ich, ich muss ja oft verhandeln. Oder mittlerweile habe ich Leute, die für mich verhandeln. Aber ich habe ja früher immer müssen selber, wie viel kommst du über für einen Beitrag, wie viel für einen Text, wie viel für eine Kolumne. Und ich hätte so oft hätte ich gebraucht, dass mir jemand sagt, was gibt es etwa, was ist der Maßstab. Und ich habe wie so mir geschworen, dass wenn jemand zu mir kommt und fragt, wie viel kann man für das verlangen, was hast du bekommen, sage ich immer, was ich wann bekommen habe, damit man so einen Richtwert hat. Es ist mega schwierig, dass wenn du neu in einem Business bist, dass du weißt, was etwa möglich ist und was andere überkommen. Und natürlich, und das sagen ja dann viele Arbeitgeber, sagen, ja, du darfst es niemandem sagen, gell? Und ich finde, das ist etwas mega perfides. Weil für die Person, die neu in das Business hineinkommt, ist es mega wichtig, dass sie weiss, aha, okay, so und so viel gibt es etwa für das, damit sie kann anders in die Lohnverhandlung einsteigen kann. Und ich habe das auch mal bei meinem Job, wo zwei Moderatorinnen, eine Moderatorin für Deutschschweiz und die andere Moderatorin für die Westschweiz, gebucht worden sind. Und sie hat dann auch outreached und mich dann via Instagram gefragt, wie viel das ich verdiene. Und dann habe ich auch ganz transparent gesagt, hey, look, so und so viel Geld habe ich jetzt für das beanschlagt. Was ich auch noch, was jetzt bei diesen Sachen, ich muss ja auch immer Geld verhandeln für meine Jobs. Und das fällt mir mittlerweile ein bisschen einfacher, auch weil ich ein Management habe, beziehungsweise ein Booking, beziehungsweise jemand, der einfach die Verträge aushandelt. Aber das andere, wo mir auch schwer fällt und ich auch immer muss fragen, ist, wenn mich Marken anfragen, die ich nicht so gut finde. Und nachher, ob ich für sie Moderationsjobs mache. Und ich habe früher noch, habe ich viel schneller gesagt, nein, mache ich nicht. Und mittlerweile denke ich mir so, ja, wenn es 25'000 Stutz zahlen oder 50'000 Stutz, soll ich es dann machen? Und dann denke ich mir, wenn ich jetzt einfach mal steil rein, wenn sie es dann zahlen, dann mache ich es einfach, obwohl ich voll dagegen bin. Mhm. Und das ist jetzt wie so etwas, wo jetzt im Alter ein bisschen mehr dazugekommen ist. Auch weil ich halt sonst nicht so viel arbeite und nicht so mega so ein Einkommen habe, das einfach so reinplätschert. Findet ihr, ich habe genug Lohn über für die Sachen, die ihr macht? Nein. Nein. Also es ist nicht ultra schlecht, aber ich finde eigentlich alle, die könnten gut noch ein bisschen draufzahlen. Liebe Grüße als SRF. Gülşah? Also ich bin entweder habe ich das Gefühl, ich werde unterzahlt oder überzahlt. Ich habe das Gefühl, es ist genau richtig. Manchmal denke ich mir so, das ist übertrieben viel Geld, das ich jetzt bekommen habe für die Abendmoderation. Und manchmal denke ich mir so,
Also die 800 Stutz hätten einfach auch können sparen, weißt du, wie ich meine? Dann wäre ich auch for free gekommen fürs Essen und Trinken. Also weißt du, so. Was ist dein Best, also was ist so das gewesen, was du gefunden hast, ist am besten Zahl gewesen? Also ich habe mal für ein, also ich sage jetzt einfach mal laut raus, ich habe mal für einen Moderationsjob, der einen Tag gegangen ist, 10'000 Franken bekommen. Okay, wow. Das ist wirklich, das hätte ich gedacht, das ist wirklich, also krass. Ich habe mal für Moderation, ich habe vor Premiere moderiert von Merida. Könnt ihr euch erinnern an den Film? Die ja, die roten Haare, ja. Und sie haben, wie glaube mich müssen. Und ich habe für die, ich habe 10 Minuten oder 8 Minuten etwas gesagt, ja. Müssen den Leuten danken und ich habe 2'000 Stutz bekommen. Ja, das ist geil. Das ist sehr, ja. Sehr geil. Aber ich bin ähnlich wie du, ich finde auch gewisse Sachen, also so alles, was ich in der Kultur, also Bücher schreibe, Theaterstück, all das Zeug, alles, was mit Kultur zu tun hat, ist so schlecht zahlt. Ja. Meistens. Auch wenn du einen guten Deal hast, ist es, wenn du es vergleichst mit anderen Sachen, immer noch mega wenig Geld. Also für die Zeit, wo ich an einem Buch hocke, ist es krass so im Verhältnis. Aber ich finde auch, es gibt gewisse Sachen, wo ich wirklich gut zahlt werde mittlerweile. Weil man sich ja, also mittlerweile will ich ja auch so lange jetzt halt schon arbeiten. Also ich glaube, das ist ja schon etwas, das geht dann wie irgendwie anders auf. Du musst ja nicht mehr gleich, also Moderation, du hast ja wie einfach auch einen Namen. Moderation ist ja nicht mehr, ist nicht einfacher deswegen oder schneller gemacht. Also früher hast du gleich lang dafür geschafft oder noch mehr, aber du hast einfach noch nichts auf die Bekanntheit gehabt. Und das Ding ist, was man auch mal mit einberechnen muss, ist, ich meine, wir sind ja dann immer die Moderatorin. Also ich mache Moderationsjobs, aber ich muss ja, ich bekomme dann Geld, 2'000 Franken. Und nachher muss ich ja trotzdem, bin ich jeden Tag eine Moderatorin und muss jeden Tag irgendwie Sachen aushalten, die mit dem Job noch mitkommen. Mhm. Also dass die Leute, ich bin dann immer unter Beobachtung zum Beispiel oder ich muss immer Angst haben, dass irgendeine Schlagzeile über mich noch in den Medien ist. Also es ist wie so, das muss wie auch ein bisschen mitgezählt werden, finde ich. Ja. Ja, das ist mein Statement. Gut, ich mache jetzt, ich mache ausnahmsweise eine Überleitung. Achtung, es ist ein absolutes No-Go, aber es ist krass, jetzt neues Mann. Jahr, wir machen ein bisschen verrückt sein. Gut. Weil etwas, was mich beim Dreh von Unlocked überrascht hat, war, dass von allen Apps, die ich angeschaut habe, die grösste Panik aufgekommen ist, als ich gefragt habe, ob ich das Banken-App öffnen darf. Also man hat, ich konnte mit meinen Protagonisten über Sex reden. Ich konnte Pornos von ihnen anschauen. All die Gedichte haben sie mir gezeigt. Alles war kein Problem, aber der Kontostand, der war geheim. Jetzt, ich weiss nicht, ob ich schnell noch Unlocked erklären muss. Ja, musst. Das ist eine Sendung, wo ich bei Frauen, Männern, wo ich bei Leuten das ist mega die schlechteste Promo. Nein, ist gut. Nein, ist super. Schlechteste Promo. Nein, ist super. Wir sind dabei. Ich bin am Zulassen. Ich gehe durch das Smartphone durch. Und ich schaue den Google-Suchverlauf an. Ich schaue Fotos, ich schaue die gelöschten Fotos, ich schaue archivierte Chats an. Ich schaue YouTube, Dating-Apps, Social Media. Ich schaue alles, was auf dem Handy ist. Also totaler Zugang. Und das ist eine neue Sendung, die immer am Freitag rauskommt. Auf SRF Mood. Und du hast ja bei mir auch, bei der Live-Show im Kaufleute, hast du auch das Handy geschaut. Genau. Mein Handy. Und das Lustigste darauf war, dass im YouTube-Suchverlauf Gül schon sich etwa 7 Mal selber gesucht hat. Schaust du mal all die Sendungen von dir, wenn es dir so wirklich? Auf gar keinen aber Fall. Aber wieso sind die im Suchverlauf? Schaue ich all die Sendungen von mir. Aber ich habe für das Showreel müssen Sendungen zusammensuchen. Damit man das Showreel schneiden für mein Management in Berlin. Würdet ihr mir das Handy geben, wenn ich jetzt euch auf der Straße anfrage, darf ich bei dir durch alles durchschauen? Auf jeden Fall. Weil ich weiss ja, wie Fernsehen läuft. Ich weiss ja, dass ich in Control bin. Dass ich auch sage, oh nein, dann kann ich zum Kameramann schauen, das müsst ihr dann ausschneiden. Weißt du, ich weiss ja, dass du nicht... Du wärst die anstrengend. Ja, ich kann es gleich noch sagen. Ich wäre die unanstrengend. Ich wir machen das glaube nicht. Ich wäre die unanstrengend. Nein. Wirklich? Also das ist immer nie passiert, dass jemand gesagt hat, das müssen wir einfach rausschneiden. Ich weiss, aber ich wüsste, ich hätte die Kontrolle und dann bin ich viel schneller und einfacher. Kannst alles machen mit meinem Handy oder kannst in meine Wohnung kommen. Aber fändest du es nicht privat? Dürfen wir dir auch in der Wohnung filmen? Das würde ich habe es noch nie gemacht. Ich habe einmal ist live bei mir gesehen, da bin ich aber nicht, habe ich nicht zu Hause gewohnt, sondern ich habe so zur Untermiete in einem winzigen Studio von einem Kollegen gewohnt und ich finde das jetzt noch mega lustig. Und dort habe ich es gemacht, aber ich würde zum Beispiel das jetzt nie zulassen. Ich würde nie wählen, dass man meine Wohnung filmt. Doch, ich glaube, ich wäre es lustig, wenn Patti Bosa bei mir wäre. Ich fände das ist nur Maya, würdest du das Handy geben? Ich würde das Handy geben, wenn nicht ich aber ins Bild muss. Solange ich nicht ins Bewegbild muss, kannst du mein Handy haben. Und welche App fändest du am unangenehmsten, die ich anschauen würde? Ich glaube im Fall auch das Banken-App.
Ihr wart? Ja, wirklich, wirklich. Und ich kann dir jetzt gar nicht so genau... Mal, vielleicht kann ich dir schon sagen, warum. Weil ich in meinem Alter sollte ich ja... Was hat man in meinem Alter so auf der Seite? 700'000 Stutz. Ich habe mal meine Schwester, die ja sehr vernünftig und sparsam und so ist, mal gesagt, sag mal, wie viel Stutz müsste ich eigentlich auf der Seite haben, um so wirklich gut dabei zu sein? Und sie hat irgendwie etwas von 100'000 gesagt. Ich kann an dieser Stelle sagen, ich habe sehr weit um keine 100'000 Franken auf der Seite. Ja, im Fall, ich glaube, mir wäre es einfach so ein bisschen unangenehm. Weil du dich schämst, weil du das Gefühl hast, du müsstest du hast versagt. Okay, ich sage nein, du hast nicht versagt. Ich habe auf meinem Konto manchmal 0 Franken. Hast du schon die Säule? Maja, ich habe wirklich gar nichts. Also wirklich ganz schlecht. Und ich, also für mich wäre es kein Problem, du könntest schauen, wie viel ich auf dem Konto habe. Vielleicht habe ich jetzt so 7'000 Stutz auf dem Konto. Was wäre die App, die du am unangenehmsten fändest, wenn ich sie wieder öffne? Ich glaube, es gibt, unangenehm in der, wenn du wirst öffnen und lesen. Also, nehmen wir es würde zeigen. Ich glaube, wahrscheinlich, bin einer guten Freundin, ist es für dich anders, aber wenn man so wie das wissen von dir, welche App? Meine Sport-App, weil ich fände es mega krass, dass dann alle Leute wüssten, wie sportlich das ich bin. Ich würde, dass sie mich als Party-Girl schon im Kopf haben, nur dass das sportlich als Sportisbein ist. Du bist aber eigentlich wirklich sehr sportlich, fast schon verbissen. Verbissen ist ein bisschen ein schlechtes Wort, aber du bist sehr diszipliniert. Ich glaube, das sind wir beide in einem ähnlichen Boot. Ich mache mega viel Sport. Voll, wir sind beide in einem ähnlichen Boot. Ja. Wir sind zusammen letzte jetzt Reformer Pilates. Mhm. Und das ist das Strengste. Wir müssen so ein Lachen dazwischen. Wir müssen lachen, weil es so streng ist. Leute neben uns, wirklich. Auf und ab mit dem hohen Gerät. Gülsch und ich wirklich einfach da gelegen und gelacht. Hey, das ist unmöglich. Dann hat es auf der einen Seite den Spiegel, dann schaue ich in den Spiegel, wirklich rote Flecke im Gesicht. Schaut Yvonne so an, mach so, zeig mir das Gesicht und sie so. Ich weiß auch nicht, was ich so sage. Ich bin so, schaue, ich muss schnaufen, ich kann mich nicht um dein Gesicht kümmern. Ja. Das hat so einen harten Teacher. Wie heisst er, Sebastian? Das ist dein Geschmack, ja. Mein Geschmack tut natürlich, das ist ganz klar. Ja. Okay, aber okay, was wäre jetzt die App, die du unangenehm findest? Ich glaube, es gibt gar nichts. Ich fände es gibt nichts. Du könntest alles auf WhatsApp lesen, in der Öffentlichkeit. Es gibt ja zwei Typen Menschen, die so 0 ungelesene Mails haben und die so 4'000 oder 77'000. Welche Gruppe sind ihr? Du mal röteln. Ja, du liest nie ein Mail. Ganz klar. Gerade mal bei mir. Du bist bei 0. Nein, stimmt im Fall nicht. Auch nicht? Nein. Aber du bist so mega zuverlässig. Ich bin sehr zuverlässig. Nein, mein Verderben sind im Fall alle die Newsletter. Wo ich im Fall pausenlos immer auf Abmelden klicke, schon fast passiv-aggressiv und nachher kommen sie aber wieder. Sie sneigen sich zurück. Hey, es ist sehr nervig. Also, wie viele ungelesene Mails hast du? Warte, ich sage dir, ich schaue schnell Realtime rein und dann nachher... Ich würde eigentlich auch mega gerne eure Bildschirmzeit wissen. 45 Stunden pro Tag. Also ich habe 514 ungelesene Mails. Okay, wow. Von diesen 514 sind garantiert 480 sind so Newsletter. Aber bei mir sind es auch Newsletter, wo ich dann nicht, also ich tue es nicht mal abmelden, ich bin dann so, gell? Ja, soll ich sagen, gut. Du bist jemand, der 0 ungelesene Mails hat. Absolut. Ganz logisch. Ja, das ist so nicht klar. Logisch. Bildschirmzeit fände ich erstmal nicht. Ich weiß aber nicht mal, wo man das sieht. Das geht jetzt ein bisschen lang, aber wir tun das anschauen und dann können wir es nächstes Mal sagen. Gut. Was schaut ihr am Morgen als allererstes an? Das Wetter. Ehrwort? Ja, das Wetter. So lustig. Das ist sehr cute. Ja, nein, ich muss wissen, was auf mich. Ich muss auch wissen, was lege ich an, was lege ich meinem Kind an. Kann ich auf den Spielplatz, muss ich mich um ein Indoor-Playdate kümmern? Ist das Wetter genug schlecht und ich habe Zeit und ich kann schnell in eine Massage oder in eine Pediküre oder eine Maniküre? Mein Leben hängt vom Wetter ab. Weil ich habe wenig Zeit. Und das Wetter ist wichtig. Also und heute hast du aufs Wetter geschaut. Was hat das in deiner Entscheidung quasi beeinflusst? Heute ist ja mein Kind fremdbetreut. Von dem her ist es jetzt heute nicht so mega, mega, mega fest wichtig. Aber es hat mich, also ich habe mich jetzt für den Pulli entschieden. Es ist so ein wohliger Pulli. Es ist ein wohliger Pulli, genau, er beißt. Es war sicher keine gute Entscheidung. Ich schaue nie und ich habe immer auch mich nicht richtig angezogen. Das weißt du, weil ich Tipps gebe gegen andere Leute, was sie sollen anlegen, ob es kalt oder, also so, zum Beispiel in New York habe ich der Gül schon gesagt, wirklich einen Pulli mitnehmen, es wird kalt in dem Comedy Cellar. Mhm. Selber natürlich überhaupt hast nicht. Hast du gefroren? Aber ich laufe immer aus dem Haus und habe keine Ahnung, ob jetzt, also ich schaue ja raus, wenn ich das Fenster aufmache, aber ich weiss nicht, ob es kalt oder warm ist. Ich bin wirklich so in die Hälfte der Zeit bin ich falsch. Aber was schaust du als allererstes an, wenn du am Morgen verwachst? WhatsApp, halt die Nachrichten, die gekommen sind. Ja, ich auch. Ich schaue zuerst auf WhatsApp und dann gehe ich dann doch. Aber was man gar nicht machen sollte, was nicht gut ist fürs Hirn, dann schaue ich auf Instagram, ob dort noch Nachrichten reingekommen sind.
Ich glaube auch, ja. News-Apps schaue ich dann aber schon auch noch schnell. News-Apps schaue ich sehr selten an. Was findet man bei euch im Google-Suchverlauf? Ich tue viele englische Wörter googlen, wo ich nicht weiss, wie man es schreibt. Oder ja, meistens das. Und häufig, wenn ich eine Serie schaue, was ja jeden Tag, den ganzen Tag passiert, gebe ich immer den Namen von der Serie ein und Cast und gehe den Cast anschauen. Ja, und dann die Partnerin, ob jemand vergeht oder nicht. Schaust du das nicht? Nein, sicher nicht. Sicher auch nicht der Vater von der, Ginny bei Ginny und Georgina. Falls der den Podcast hört. Was garantiert der Fall ist. Listen to this podcast. Wie heisst er? Nate. Ja, Nate. Es ist der schönste Mensch, wirklich. Von wem reden wir? Es ist eine Serie, die heisst Ginny und Georgia. Und ich finde, sie ist mir eigentlich zu viel. Aber ich muss eigentlich anspulen, wie sie wird vorkommen. Ich finde ihn so unfassbar schön. Der Vater von der Ginny. Lukas, es ist völlig egal. Er ist einfach so schön. Ich zeige dir das Bild. Er ist so, glaube ich, nicht dein Typ. Okay. Aber er ist so unfassbar. Er ist der Typ von absolut jeder Person. Und auf jeden Fall auch, es ist wirklich auch eine Empfehlung, die Serie zu schauen. Es gibt jetzt die zweite Staffel ist jetzt draussen und es ist so dramatisch und so gut. Es ist so. Ja! Ja, ich finde schon. Ich finde ab und zu Diskussionen, also es ist eine Mutter und eine Tochter und die Tochter ist 16. Und ich finde, Diskussionen unter den 16-Jährigen sind schon sehr jung. Ja, trotzdem finde ich das spannend. Kannst du ein bisschen bei den Jungen bleiben, ein bisschen schauen, was da Generation, wie sie auch immer heißt, Generation Alpha. Okay. Also gut, und was googlest denn du so, Yvonne? Ich glaube, ich bin ja ein bisschen ein Hypochonder. Und google dann. Zum Beispiel jetzt habe ich, glaube ich, irgendeine Nasennebenhöhlenentzündung. Mhm. Google dann, wie lange ich noch leben kann. Ja. Und es ist immer und? So, noch 4 Sekunden. Ja, ich bin eigentlich drüber. Ich bin schon. Ja. Ja. Du überlebst dich wahrscheinlich im Moment gerade pausenlos selber. Ja. Ich bin schon ein kleines Wunder. Nein, das. Und ich tue oft auch, also so Leute, die ich irgendwo gesehen habe, dann googeln. Und dann aber irgendwann bin ich dann bei der Cousine von dieser Person. Ja. Ich weiss einmal auch alles. Ich weiss auch, welchen Platz das sie gemacht haben beim Schwimmen in der 4. Klasse. Kein Problem. Ja. Genau. Und nachher denke ich, mein Hirn fühlt sich mit so sinnlosem Wissen. Und so wichtige Sachen haben darum keinen Platz mehr. Ich würde mir eben wünschen, dass alles, was ich jemals googelt oder gelesen habe, dass das abrufbar ist. Das fände ich so eine geile Superpower. Ja, das ist ein krasser Superpower. Ja. Was ist das Schlimmste, was man finden könnte? Wir wissen noch gar nicht, was die Maya googelt. Das stimmt. Ich bin ganz, ganz nah bei dir. Ich bin ja auch absoluter Hypochonder. Du überlebst dich auch selbst pausenlos. Ständig, wirklich. Dass ich am Morgen jeweils noch aufwache, ist ein Wunder. Das bist du wirklich gar nicht. Null. Gilles, hast du es wirklich gar nicht. Ich bin froh, ich habe so lange in Therapie müssen, um einfach einigermaßen damit zu leben. Ein bisschen finde ich es auch lustig. Wir haben schon auch viel darüber gelacht. Ja. Aber wir haben auch schon ganz viel Drama gehabt. Weil wir einfach an unserem eigenen Grab. Was war das Letzte? Also bei ihr ist Sinusitis. Was ist bei dir das Letzte, was du an Krankheiten gegoogelt hast? Bei mir selber, was ist es? Ah ja, genau, ich habe auch viele blaue Flecken im Moment und ich weiß nicht so genau, warum. Ja, sicher. Ja, Leukämie. Ja. Oh nein. Oh Gott. Oh. Ja, ist klar. Ja. Okay. Wie hoch hast du die Franchise? Ganz hoch. Ah, wirklich? Ja, lohnt sich. Lohnt sich wirklich. Okay. Was ist das Schlimmste, was man finden bei euch? Das sagt ihr jetzt nicht. Also doch, weißt du, zum Beispiel, also schlimmst, ich weiss es ganz genau, jetzt ist mir gerade letzte Woche nämlich wieder in die Hände gespült worden. Ich habe mal meinem Ex-Freund, statt ihm ein langes WhatsApp geschrieben, habe ich sie in den Notizen geschrieben und nie abgeschickt. Und das ist wirklich so eine schlimme Nachricht, weißt du, wo ich so wirklich das Herz ausschütte und bla bla bla. Hast du sie jetzt gelöscht? Nein, ich habe sie immer noch drin. Also ist sie herzig oder ist es viel Hass? Nein, es ist so... ich bin dort so traurig und denke so, hey, schau, ich gebe mir doch so Mühe. Es ist wirklich so mega deep. Also viel zu nah, als dass das irgendjemand sollte sehen. Also ich würde mich vor mir selber schämen. Oh. Ja. Hast du auch so etwas? Tust du auch meine Sachen vorschreiben in den Notizen? Nie. Das macht auch viele Leute übrigens. Wirklich? So Liebesbriefe oder Nachrichten. Ja, habe ich auch viele Notizen gefunden. Total mühsam, so auf der Handytastatur. Ja, das mache ich auch mal, wenn ich irgendwo unterwegs bin und nachher... Okay. Ja. Doch, und dann finde ich, es muss ja auch dann gut tönen. Nein, das mache ich nicht. Jetzt solltest du wissen, was das Schlimmste wäre, was du auf meinem Handy würdest finden. Ich kann das wirklich nicht sagen. Den Suchverlauf, tust du den im Privatmodus? Nie. Offen für all. Offen für all. Ja, gibt es Nacktfotos? Nein.
Okay. Bei dir, Yvonne, gibt es Nacktfotos? Logisch. Ich, ja, ich konnte den Gesichtsausdruck nicht können lesen. Gibt es Nacktfotos? Ich bin jetzt aber wie nein gewesen, so wie sie geschaut haben. Nein. Du hast Nacktfotos von dir selber? Hä, ja. Ja, bitte. Ja, also Ordner voll. Das, jetzt bist du witzig, gell? Jetzt tust du ein bisschen witzig. Nein, aber ich kann, also, ich glaube es ihr im Fall schon. Ich glaube es ihr schon, aber nicht, dass sie Ordner hat. Aber dass sie nein, so paar... nein, aber dass sie das umschickt und so. Aber es hat nie ein Gesicht drauf. Nie, 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 nie. Vielleicht mal so Viertellocken vielleicht. Aber gar nicht. Yvonne, erzählt. Welche Sachen zeigt ihr nie auf Social? Excuse me, zurückrudern. Nein, ich will nur wissen, hat es bei deinen Nacktbildern hat's Gesicht von dir drauf oder nicht? Ich tue vielleicht ein anderes Gesicht dann auch drauf. Ich tue noch die. Das ist ja unangenehm, um darüber zu reden, gell? Das ist mega privat. Okay, gut. Okay. Dann wechseln wir das Thema. Aber ich überlege mir immer. Wenn wir die überlegen, voll easy. Voll easy. Cool! Weil ich super ausgesehen habe. Ja. Ich finde ja nackt sein mega lässig. Ich finde ja nackte Menschen mega lässig. Und ich habe wirklich null Probleme mit nackter Haut. Und denke ich immer so, ja gut, also, wenn man jetzt das von mir sehen würde, also, ich fände jetzt auch so einen Brief, wenn ich jemandem schreibe, der so mega viel über mein Innenleben sagt oder so, fände ich viel intimer wie jetzt mein Körper. Mhm. Ja. Also ich würde nie zeigen, oder so, also, zum Beispiel, die Rina Beller, wo du ja ein grosser Fan bist, die tut ja auch mein Nacktfoto von sich auf Social Media. Ja, ich bin nicht mehr so Fan. Ah, okay. Aber, das würde ich jetzt nie, das würde mir jetzt wirklich nie in den Sinn kommen. Aber grundsätzlich habe ich nicht das Problem mit mir als nackt. Mhm. Also, mega gut. Ja. Voll. Super gesund. Habt ihr beide keine Nacktfotos? Also nicht auf dem Handy oder nicht mehr? Nein, ich habe nie Nacktfotos verschickt, nie bekommen, nichts. Also, was ist ein Wort? Ja, wirklich. Hast du mal eine Fernbeziehung gehabt? Ja, habe ich mal gehabt. Aber dann habe ich auch keine Nacktbilder verschickt. Okay. Das dann? Okay. Welche Sachen? Okay. Wir haben keine, also, ist okay. Mich. Okay, ihr habt sicher einen Weg gefunden. Habt ihr einmal Cybersex gemacht? Also schreibend schon, telefonierend eher nicht. Ach, doch, auch schon telefonierend. Auch schon, aber vielleicht wirklich aus einer Hand abzählen. Aber so schreiben, so wie dirty, das schon eher. Sexting. Ja, eher sextingt. Welche Sachen zeigen dir nie auf Social Media? Bei mir wären es eben Nacktbilder. Bikini, sagst du, aber Gülschen machst du auch nicht. Mach ich auch nicht, nein. Aber es ist, also, auch nicht, aber auch nicht schon. Also, weißt, wieso so, nicht? Weil ich so denke, ja, der weisse Fleischklumpen wird jetzt niemand sehen. Nein. Ja. Aber ich habe null Probleme im Bikini zu sein, weißt du, was ich meine? Aber es ist jetzt, ich finde es jetzt nicht... Null Probleme Bikini bei minus 34 Grad im Südsee zu sein. Ja, es ist mir so ein bisschen gleich. Voll. Aber ich, also ja, ich poste es nicht auf den Social Media. Vielleicht könnte ich mal anfangen damit, I don't know. Ja, ja, ich würde ein Votum abgeben für das Bikini-Bild. Ja, absolut. Okay. Absolut. 100 Likes von mir. Ich zeige das Gesicht von meinem Sohn nicht. Und du hast eh ein gesperrtes... Genau. Instagram, wo ja nur deine Freundinnen und Freunde drin sind. Genau. Das ist mal das eine. Ich zeige auch nie meine Boyfriends auf Instagram, auf gar keinen Fall. Zeige ja, ich das nie. Mache ich auch nie. Ja. Mache ich auch nie. Findet ihr denn jetzt zum Beispiel, Social Media ist auch etwas, wie soll ich sagen, ein bisschen Gefährliches für eine jüngere Generation oder allgemein, weil man ja wie eine Version von sich produziert, wo deutlich besser vielleicht ist, wie man selber ist oder wie das Leben ist. Findet ihr das problematisch oder ist es gar nicht so falsch? Habt ihr das Gefühl, euer Abbild auf Social Media ist euer Leben? Nein, das ist, glaube ich, nicht mein Leben. Also ein Teil davon, aber nicht alles. Ich tue nicht ins Telefon hineinbrüllen, wenn es mir nicht gut geht oder was auch immer. Und ich finde, es ist dafür und dawider. Ich glaube, ich habe jetzt kein Buch darüber geschrieben und eine Studie gemacht, aber das Ding ist, auf Social Media, ich glaube, so die neue Generation, die Gen Ys und so weiter, die sind schon sehr, sehr authentisch und finden sich dort und sind so auch ungeschminkt und schau, da habe ich im Fall Haar unter der Achsel und das sind meine unrasierten Beine und ficken nach alle, weil das ist meine Version. Also für das wird Social Media auf jeden Fall auch genutzt und auch als Sprachrohr. Also so, hey, ich bin queer und vielleicht bist du auch und so, wir sind zusammen eine Community und so. Also es ist auf jeden Fall. Aber das andere, dass es wirklich einen riesengroßen Druck ausübt, nicht nur, wie man sich dort zeigt, sondern auch, wie man Likes bekommt, ist auf jeden Fall auch. Also man weiß ja auch, dass es gibt ja auch so, ich kann mich so lose daran erinnern, dass es so Studien gegeben hat, die gezeigt hat, dass Teenager, die auf Social Media sind, dass es ihnen immer nach dem Social Media Konsum schlechter gegangen ist.
so, aber ich kann es jetzt nicht ganz genau wiedergeben. Geht es dir schlechter oder besser nach dem Social Media Konsum? Ich weiß es nicht, aber es macht bestimmt etwas in meinem Hirn. Aber ich habe das Gefühl, ich bin auch 37, ich kann das auch so ein bisschen reflektierter angehen. Mhm. Und so ein bisschen. Mhm. Aber mir ist es wie so, ja, ein bisschen. Ich mache, also Social Media macht jetzt nicht mich, wenn ich auf Social Media Likes bekomme, interessiert mich das nicht so krass. Es ist wie so, ja, dann habe ich jetzt halt 15 Likes auf meinem Bild. Also, sind ihr, wie findest du das, Mai? Bist du zum Beispiel froh, bist du vor Social Media aufgewachsen? Also, du hast ja, ja, das hat, glaube ich, schon extrem viel Druck. Ich glaube wirklich, so Teenager, das kann Druck machen. Also, ich weiss, ich habe ein gutes Mädchen, das gerade 18 geworden ist und sie ist, zum Glück ist sie relativ tough und nutzt Instagram und TikTok relativ vernünftig. Aber als sie so 15 war, war das schon auch krass gewesen. Also irgendwie so all die Supermodels und dann sind es wirklich auch all diese Models und so gefolgt und dann gemeint, das sei das Real Life. Ich glaube, dort ist mega wichtig, dass man die Teenager irgendwo auffängt und mit denen darüber redet und das thematisiert, dass es ist ja so ein bisschen ähnlich wie Sex in Pornos. Es ist ganz oft einfach nicht so, wie es aussieht. Also immer, habe ich das Gefühl, oder fast immer. Nein, aber ich finde jetzt im Fall wirklich, wenn ich deinen Instagram-Account anschaue, wenn ich deine Storys schaue, finde ich das extrem authentisch. Mhm. Also ich finde so, du zeigst dich mega ungeschminkt, du zeigst dich, also so, ich kenne wenig, die sich so authentisch zeigen wie du. Machst du das bewusst? Also ist dir das wie wichtig oder ist dir einfach egal? Es ist beides. Ich glaube, es ist zu gleichen Teilen. Es ist mir so ein bisschen egal, weil ich bin so und ich habe mich gern und es ist alles gut. Und das andere ist auch, dass es wie so ist so, hey, look, man kann einfach auch scheiße aussehen. Es ist wie so okay und es ist ja wie so lustig. Also man sieht auch gar nicht scheiße aus. Aber beim Bikini ziehst du deine Grenze. Beim Bikini ziehst du deine Grenze, ja, das stimmt. Voll, ja. Ja. Wie ich dort wie so vielleicht doch noch nicht so ganz selbstsicher bin. Weißt, aber so ich finde im Fall, das muss man auch nicht. Also ich finde, man kann sich total authentisch zeigen, so wie du das machst, ohne dass man sich im Bikini zeigt. Ja, und das macht dich nicht weniger selbstbewusst oder nicht weniger irgendetwas. Ich finde das im Fall voll okay. Instagram gibt es ja seit 2010, habe ich recherchiert. Oh, krass. Sind, ja, okay. 13 Jahre, das ist noch nicht lang. Nee. Aber heutzutage ist ja Follower wie so eine Währung. Also das ist ja, ja wie immer, das ist ja noch krass. Also vor 13 Jahren war das null ein Thema gewesen und heute heisst es ja, Kim Kardashian hat so und so viele Follower oder schau mal, die Person hat so und so viele Follower. Wie findet ihr das überhaupt, dass es wie so eine Währung oder quasi ein Gütesiegel oder etwas ist, wenn jemand viele Follower hat? Weil man weiss ja, man kann Follower kaufen, es heisst nicht, genau. Interaktion heisst nicht. Was, wenn mir jemand auf Instagram neu folgt, noch eigentlich nicht immer, aber ab und zu, vor allem wenn es ein Mann ist, sind wir ehrlich, gang ich schauen, wer das ist. Und wenn die Person dann irgendwie so 300 Follower hat, denke ich gerade so, aha, nur 300 Follower. Wirklich? Also, ja, voll, es macht etwas mit mir. Es ist wirklich mega straub. Mhm. Und wenn die Person dann aber wie so 13'000 Follower hat, denke ich mir so, aha, interessant. Es macht etwas. Krass, ja, okay. schon noch. Also es ist auch, ich finde es ein bisschen dumm von mir, aber dann denke ich mir so, okay, es wird automatisch wie so doch dann eine Wichtigkeit vorspielen, wo gar nicht eine ist oder wo nicht eine muss sein. Aber wenn du sagst, es macht etwas mit dir, findest du dann jemanden spannender, wenn er viele Follower hat? Ja, ich habe das Gefühl, die Person ist... Aber es stimmt ja nicht. Es stimmt ja überhaupt gar nicht. Aber ich habe dann ein Gefühl, Person ist dann wahrscheinlich spannender, weil sie hat ja mega viele Follower. Sie macht sich auch etwas Wichtiges. Dann findest du wie krass, dass du wie so reingetrickst wirst. Ja, ich finde schon. Ich finde es auch dumm von mir. Mhm. Und das Gleiche auch auf Twitter zum Beispiel. Sowieso, ja. Würdet ihr denn... Wie ist es für dich, Maya? Also findest du auch krass, jemand hat so mehr für dich, keine Ahnung, mehr Macht oder mehr Glaubwürdigkeit, wenn er vielleicht... Null. Macht es null bei dir? Null. Null, null, null. Aber ich verstehe es. Ich verstehe, dass das kann so eine Auswirkung haben. Das ist jetzt bei mir über. Aber ich nutze, glaube ich, auch Instagram ein bisschen anders. Für mich ist es wirklich einfach ein reines Stalking-Tool, mehr oder weniger. Was so meinen Voyeurismus befriedigt. Wie wäre das für euch oder jetzt speziell für dich, Gülschen, wenn morgen Instagram abgeschafft wird und das wäre einfach vorbei? Ich fände es der absolute Hit.
Ich fände es auch ein Hit. Wenn einfach alle kein Instagram mehr hätten und alle kein TikTok mehr, ich fände es so toll, wirklich. Das wäre super. Ich fände es einfach, wär mega super. Es wäre so entspannend. Also nicht, dass mich das so mega stresst, aber dann, das eine ist auch, wenn eine Tür zugeht, dann gehen noch zwei Fenster auf, dann wirst du wie so ein bisschen offener für andere Sachen. Dann liest du halt mal ein Buch, wenn du im Tram hängst und bist nicht fucking normal auf dem scheiß Instagram. Das wäre einfach meine nächste Frage. Wie oft sind ihr auf Instagram? Viel. Ich auch. Permanent. Viel zu viel. Ja. Aber du könntest sie auch aufhören. Du könntest ja selber den Account schliessen. Ja, aber dann hätte ich das Gefühl, dass ich wie so etwas verpasse. Ja. Und es ist ja wie ein Teil auch von meinem Job, dass ich Content generiere. Das ist ja schon. Wie findest du, wenn du Influencer genannt wirst? Das machen sie nicht mehr. Das macht wirklich gar niemand mehr. Hätte ich mal jemanden Influencer? Ja, früher noch. So, dort, aber Joyce. Bist du Influencer? Nein, voll nicht. Finde ich gar nicht. Nein, das finde ich jetzt also auch nicht. Wirklich. Jetzt aus people-journalistischer Sicht will ich wirklich festhalten, du bist keine Influencerin. Ja. Also dann hoffen wir, dass Instagram morgen wirklich vermehrt genommen wird. Oder? Es wäre doch schon easy. Super. Aber warte mal schnell, du hast ja auch einen Instagram-Account, der ist offen. Du hast, glaube ich, relativ viele Follower. Mhm. Aber nicht so viel wie Gülsch. Und ich bin natürlich wahrscheinlich schon, ich glaube, das ist allgemein wie, also eben, quasi mit nackter Haut wenig Probleme, aber sonst bin ich wahrscheinlich, tue ich meine Privatsphäre schon mal mehr schützen, wie jetzt du deine Gülsch. Und ich glaube, das sehe, also ich habe das Gefühl, man kommt Filme von meinem Leben mit über und ich merke zum Beispiel, wenn ich gehe reisen, dass das irgendwie mehr Engagement gibt und so. Und ich nehme dort schon all die Follower mit, aber ich würde zum Beispiel jetzt nie meinen Neffen zeigen. Ich würde nie so eben mein Zuhause oder ich habe so sehr ausgewählt, was ich zeige. Also man kommt schon einen Einblick über, aber nur so einen Teil und ich finde das irgendwie auch wichtig. Ich glaube, mir ist mega wichtig, dass ich einen Teil einfach für mich habe und dass der nicht vorkommt irgendwo. Ihr postet beide relativ viel. Jeden Tag. Genau. Ist das nicht unfassbar anstrengend? Ich schaue mich so in Stories und denke so, hey, pfff. Nein, das ist, finde ich, nicht anstrengend. Das finde ich auch nicht. Mega mühsam. Und viel ist halt schon bei mir auch irgendwie job-related. Also weißt du, irgendwie dann eben kommt Unlock, dann kommt irgendeine neue Sendung, dann kommt Zivadili-Ring, das ist irgendwie, das sind schon so viele Sachen, die die ganze Zeit kommen. Plus bin ich ja wie, also Gülsch ja, also du ja eigentlich auch, ich bin ja wie ein bisschen auch mein Produkt. Also quasi als Autorin, okay, das geht jetzt nicht so, dort muss ich gut können schreiben. Aber als Moderatorin oder so also so in diesem Bereich, oder ich stehe ja auch für etwas. Ich stehe eben so für das Nomadenleben, ich stehe für, Unabhängige Frau. Also, genau, weißt du, die da uns das Zeug macht, das ist ja schon auch noch. Ich habe das Gefühl, das ist wie dort für mich auch so ein bisschen eine Werbeplattform, böse gesagt. Okay, und jetzt postet ihr so eine Story. Also ich poste ja sehr selten eine Story. Wenn ich es dann aber mache, dann gehe ich pausenlos schauen, wer das alles angeschaut hat. Ich auch, safe. Ich habe keine Ahnung, warum mache ich. Also es sagt nichts aus. Aber man will doch immer nur so von 3-4 Leuten wissen, ob sie die gesehen haben. Ja. Aber es ist ja nicht so mega anstrengend. Ja, aber es ist doch, man hat doch immer so ein paar Crushes. Man hat doch so ein paar Crushes und von denen will man dann wissen, ob die jetzt die Story anschauen. Und bei allen anderen ist es dann egal. Aber darum, das ist doch ein unfassbarer Zeit- und Energiefresser. Ja, ich hasse lieber jede Story, die ich poste. Vielleicht müssen wir so Dry January, irgendwie statt kein Alkohol kein Instagram machen und schauen, wieso es geht. Ja. Können wir uns mal vornehmen. Ich würde mal noch schnell würfeln und dann sind wir schon wieder am Ende. Krass, ist das so schnell gegangen. Zack. Du musst noch das Tüchli rausnehmen zum Würfeln. Ist gut. Und ich muss jetzt rechnen. Das ist immer ein bisschen Druck. Okay. 13. Worauf bist du allergisch? Also entweder also so richtig allergisch oder vielleicht so übertreiten sind. Hey, auf der Capital Bra. Das ist so die Studenten-WG. Unter mir hört immer Capital Bra. Und sie sind immer alle auf dem Balkon, saufen sehr viel Bier und gerbsen sich einen ab. Also sie machen so Gerbs-Contest zu Capital Bra. Das ist wirklich schwierig. Wow, okay. Okay. Und nochmal runterrufen? Hey, look, ich wollte ja schon runtergehen. Und ich wollte schon einiges, aber mein Freund hat es bis jetzt geschafft, mich zurückzuhalten, weil er findet so, hey, look, es ist so dermaßen bünzlig. Chill. Was bist du allergisch, Gilsa? Auf Katzen. Verstehe ich. Auf Katzenhaar bin ich allergisch. Und sonst bin ich... Habe ich jetzt nicht so eine Capital-Bra-Antwort? Ich sage einfach Katzen. Ich schaue Katzen ein. Ich bin allergisch auf so die Haltung «I don't give a shit». Und zwar finde ich, das ist manchmal so uncool, so, dass man sich nicht reingibt. Und das nervt mich mega.
Das bin ich allergisch. Und das war die neueste Folge von Dealerin. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Bis dann könnt ihr uns liken oder den besten Freundinnen und Freunden eine Folge schicken. Bis das neue Jahr. Und ihr könnt uns schreiben, was ihr niemals würdet auf Social Media teilen, wie viele Nacktfotos das ihr habt und ob ihr auch wollt, mit uns einen Instagram-freien Monat machen. Und ihr könnt auch schreiben, welche App das ihr am meisten braucht. Also ich habe noch nicht zugesagt zum Instagram-freien Monat. Ich werde an dieser Stelle noch präzisieren. Okay. Wir reden nochmal drüber. Tschüss. Ciao. Zivadiliri. Mit der Maja Zivadinovic, der Gülşah Adili und mir, der Yvonne Eisenring. Alle Folgen gibt es unter srf.ch/audio. Sounddesign Veronika Klaus. Produzentin Beatrice Gmünder. Angebotsverantwortung Anita Richter.